Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Reiten live im Westen aus Balve im Sauerland. Herzlich willkommen zu den deutschen Meisterschaften der Reiter. Gleich sehen Sie, wer bei den Springreitern gewinnen wird. Aber mittlerweile ist es ja so, dass die meiste Aufmerksamkeit die Dressur bekommt. Und warum? Weil Totilas, der 11-jährige sogenannte Wunderhengst, mit seinem neuen Reiter Matthias Alexander Rath zum ersten Mal bei den deutschen Meisterschaften starten wird und zum ersten Mal die Weltpremiere der Kür, der Tanz zur Musik, und das alles mit höchsten technischen Schwierigkeiten. Wer hier im Dressurstadion, das extra auf 2.500 Zuschauerplätze aufgestockt wurde, keinen Platz mehr bekommen hat, der hat aber trotzdem die Chance, wenn er im Springstadion drüben sitzt, sogar einen exklusiven Blick auf die Vorbereitung zu werfen. Jeder Zuschauer möchte ihn wenigstens einmal gesehen haben, wenn er hierher gekommen ist. Sie haben die Gelegenheit, ihn jetzt zu sehen, aber nicht nur. Denn man würde dem Dressursport und vor allen Dingen der deutschen Szene ja überhaupt nicht gerecht, wenn man nur über Totilas reden würde. Schließlich ist die gesamte A-Nationalmannschaft, bis auf Ola Salzgeber, die erkrankt ist, hier am Start. Die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten, Isabel Wehrt, hat ein hoffnungsvolles neues Pferd. Und es wird gar nicht so sicher sein, ob Totilas hier seinen zweiten deutschen Meistertitel gewinnen wird. Freuen Sie sich drauf, lassen Sie sich begleiten von Carsten Soßmeier. Und was macht Totilas? Er wird jetzt langsam anpiaffiert, anpassagiert, und dann heißt es leicht traben. Mit sturzsicherer Reitkappe darf abgeritten werden, vorbildlich, was Matthias Alexander Rath hier zeigt. Lockerheit des Pferdes erst einmal herausholen, ihn lösen und nicht gleich aussitzen, schön leicht trabend. Totilas, er wird vorbereitet auf die Angstlektion vergangener Wochen, die Einerwechsel. Wie werden sie gelingen? Auf dem Abreiteplatz? Ja, fantastisch. Ja, da dreht sich was. Ja, wie dreht er sich denn wohl heute? Im Kreis, nämlich in den Galopppirouetten. Auch hier setzt er sich von allerfeinster Sorte. Ja, wenn's nachher in der Kür so läuft, kann ja nichts mehr schiefgehen. Aber noch ist er nicht dran. Erst einmal Isabel Wehrt. Isabel Wehrt kommt nämlich vor Totilas noch. Jetzt geht's gleich los. Letzte Tipps noch einmal von Vater und Trainer Klaus-Martin Rath an seinen Sohn Matthias Alexander. Totilas wird abgewischt und Tausende von Zuschauern und auch die, die für die Sicherheit sorgen, sie erwarten den Helden. Totilas kommt, der 11-jährige niederländische Hengst von Gribaldi, der ja alle drei WM-Goldmedaillen im vergangenen Jahr gewann mit Edward Rahl aus den Niederlanden. Ein Paar, das wie ein Kunstwerk, das Gott selbst geschaffen hatte, wirkte. Ein Reiter, der nun auf diesem Pferd zum ersten Mal eine Kür absolviert. Das Debüt. Wie wird sie funktionieren, die Kür? Wie wird sie sich anschauen, anfühlen lassen? Wie wird sie sich anhören lassen? Schwere Musik, glaube ich, wird ausgewählt sein. Für dieses Pferd lackschwarz. Aber das Handicap, die Musik wurde erst heute Nacht fertig. Die Musik wurde noch nie im Training parallel zum Ritt der Kür gemeinsam geprobt. Jetzt hier erst im Viereck wird Matthias Alexander Rath mit Totilas die Kür zusammen mit der Musik reiten. Das kann eigentlich gar nicht optimal laufen. Welcher nervliche Druck liegt da jetzt noch einmal mit im Sattel? Vor allem unter dem Zylinder des Reiters. Und hier noch schnell das Ergebnis. So, und nun noch einmal ganz kurz ein bisschen lockern, ein bisschen passagieren, piaffieren. Hier sieht man einfach diese unwahrscheinliche Grundqualität, die in diesem brillanten Hengst, den ja Paul Schockemöhle kaufte und dann zum Teil an Ann-Kathrin Linsenhoff weiter veräußerte, was den sportlichen Teil anbetrifft, der Stiefmutter des Reiters dieses Pferdes. Und hier sehen wir sie, Ann-Kathrin Linsenhoff, links im Bild, ihr Gatte, Vater und Trainer, Klaus-Martin Rath. Komponist und DJ Van Dyck hat dieses Musikstück speziell komponiert für Totilas. Wunderschön passend. Die Musik zu diesem Pferd. Kleiner
Einstiegsfehler in die Piaffe, aber sofort ausgeglichen. Und elegant, kraftvoll, diese Passage. Die beste Passage der Welt. Oh, ein leichter Ausrutscher. Ein Ausrutscher des Bodens, vielleicht wegen. Diese Musik passt. Sie passt zu der Kühe, sie passt einfach zu Totinas. Egal, von welcher Seite man dieses Pferd betrachtet, es zieht einen mit sich. Es zieht sie alle in den Bann. Der große Zauberer Totilas. Zwei Wochen waren sie in München unterwegs. Vergangenes Wochenende in Wiesbaden, nun die deutsche Meisterschaft. Es ist die 7. Prüfung innerhalb von 2,5 Wochen. Völlig untypisch für die Belastung eines Reiters und seines Pferdes im gemeinsamen Zusammenspiel in einer Turniersaison. Umso beeindruckender, wie frisch sich Totilas immer wieder zeigt. Pirouetten, die auf dem Abreiteplatz so hervorragend ausschauten. Auch hier jetzt im Viereck. Hier beschreibt er einfach wesentlich kleiner mit der Hinterhand auch den Kreis. Trägt sich noch besser als ein Dom Pérignon, als ein Dablino beispielsweise. Die Zweierwechsel. Kein Problem. Oh, aber jetzt Irritation. Völlig überraschend. Alles lief so gut. Sehr schön gelungen, die Pirouette wieder. Und nun warten wir auf die Einerwechsel. Werden sie heute gut gehen? Erst ein bisschen kürzer durchgesprungen, dann mehr an Länge gewonnen. Die Wechsel von rechts nach links und umgekehrt. A Tempo. Diesmal klappen auch die Zweierwechsel überhaupt.
hervorragend und dann noch einmal das Glanzstück von Totidas. Das absolute Glanzstück, die Passage. Tja. Schade. Ein bisschen unglücklich das Ende. Wollte er da noch mal piaffieren, was er nicht sich so anbot. Dann vielleicht auch, da hat er so ein bisschen reserviert sich gezeigt. Tja, Vater schaut ein bisschen skeptisch, Mutter lacht eigentlich immer. Hier sehen wir noch mal den Übergang, so ein bisschen Passage vielleicht. Der angedachte Übergang in die Piaffe, machte er nicht mit? Hat der Reiter vielleicht gedacht, okay, passagieren wir weiter? Oder ist er ihm einfach in der Passage nur ausgefallen? Ausgefallen wie hier der Aussetzer in den Zweierwechseln. Gut, natürlich, das sind Fehler, die relativ schnell zu beheben sind. Und wir dürfen nicht vergessen, zum ersten Mal haben sie diese Kür überhaupt geritten und vor allem mit der Musik zusammen nie üben können. Und die Grundqualität des Pferdes steht einfach so weit über allen anderen Pferden. Große Freude bei Stiefmutter Ann-Kathrin Ninsenhoff, die ja auch früher Mannschaftsweltmeisterin, Mannschafts-Olympiasiegerin war. Ja, toll gemacht, Respekt, ausbaufähig. Da kann noch mehr bei rauskommen. Und wie sieht's Totilas? Mit einem Lächeln sieht er das. Da kann ich doch nur lächeln. Ihr könnt uns kritisieren, wie ihr wollt. Den Bengel da oben drauf, den nehme ich schon mit. Und die Ergebnisse werden schon noch besser werden. Aber erstmal sind wir deutscher Meister. Mit 85,55%. Vor einem starken Christoph Koschel. Vor einer sehr, sehr guten Isabel Wert und dann auch Annabel Balkenhorn. Tja, er wurde deutscher Meister, Matthias Alexander Rath. Dank ihm. Dank Totilas. Und dank Totilas flossen die Tränen. Auch beim Vater. Bei Klaus Martin Rath. Bewegende Momente. Der Druck fällt ab. Die Last fällt runter. Und irgendwie wird sich jetzt schon wieder drauf gefreut, dass man Totilas bald wieder präsentieren kann. Vielleicht in Aachen. Und damit zu Sabine Hartelt. Matthias Alexander Rath, herzlichen Glückwunsch zum deutschen Meistertitel. Wie schwierig war es, diese Prüfung abzulegen? Ja gut, es hat viel, viel Spaß gemacht, das erste Mal mit Totilas die Kür zu reiten. Sie ist noch nicht so lange fertig, insofern war das eine spannende Sache auch für uns selber. Letzten Endes bin ich einfach wahnsinnig froh und glücklich, was dieses Pferd die letzten 2,5 Wochen geleistet hat. In unserer, so wie wir es genannt haben, Findungsphase, Erfahrungsphase. Wir sind jetzt 7 Prüfungen innerhalb von 2,5 Wochen geritten. Das ist eine ganze Menge. Also körperlich oder mental? Beides, für uns beide. Es ist immer wieder ein neues Einstellen. Es ist immer wieder ein von zu Hause weg sein, einpacken, in einer anderen Box stehen, im anderen Hotelzimmer schlafen. Das war sehr, sehr anstrengend die letzten 2,5 Wochen, aber ich glaube, wir haben sehr viel mitnehmen können. Und dann jetzt mit den zwei deutschen Meisterschaftstiteln hier aus Balve nach Hause zu fahren, eine Spitze. Sie nehmen, wie Sie sagen, eine Menge mit. Es gibt natürlich auch eine Menge Meinungen, eine Menge Gerede drumherum. War das auch Teil der Meisterprüfung, sich davon gar nicht beeinflussen zu lassen? Gut, das mussten wir irgendwie von Anfang an, dass da eine Menge geredet wird und all sowas. Das war uns klar. Ich glaube, das hört auch noch besseren Ergebnissen, würde das nicht aufhören. Es gibt immer Leute, die das schön finden und Kritiker. Und das ist auch in Ordnung so. Sie werden natürlich auch immer noch mit Ihrem Vorgänger, mit Edward Gahl, verglichen. Wie beschreiben Sie Ihre Handschrift, wie Sie Totilas reiten? Oh, das ist schwer selber zu sagen. Wir versuchen ihn einfach auf unsere Art und Weise auf die Prüfung vorzubereiten, ihn vorzustellen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen auf den ersten Turnieren. Und mal schauen, was da in Zukunft noch kommt. Nachdem Sie Ihre Prüfung beendet hatten, die Kür, haben Sie dann Totilas selber noch ein bisschen zu Fuß über den Platz geführt. Halten Sie manchmal auch so einfach nur Zwiesprache mit ihm? Auf jeden Fall, nein, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Totilas. Wir haben uns die letzten 4, 5 Monate unheimlich viel mit ihm auseinandergesetzt. Und dazu gehört natürlich auch einfach der Kontakt zu ihm und auch das Schritt für nach dem Reiten oder das Grasen lassen zu Hause. Es gehört genauso dazu wie das Reiten und Arbeiten und das Trainieren. Und deswegen habe ich ihn auch eben noch Schritt geführt. Die Erfolge dieses Wochenendes lassen Sie jetzt voll durchstarten, auch in der Zukunft für Aachen, für die Europameisterschaften? Ja, ist Wahnsinn. Also ich war mit dem Leistungen im Grand Prix und Spezial, war ich unglaublich zufrieden. Auch heute, das waren einfach Reiterfehler, wo ich auch einfach die Erfahrung mit ihm sammeln muss. Wir sind jetzt die letzten 2 Wochen schon Grand Prix und Spezial jeweils 2-mal geritten. Das hilft natürlich, um auch zu wissen, wie bereite ich ihn auf so eine Aufgabe vor. So, das war heute die erste Kür und ich sag mal, auch daraus muss ich ja wieder meine Schlüsse ziehen und gucken, was ich in Zukunft noch besser machen kann. Und das werden wir mit Sicherheit auch tun. Und dann freue ich mich riesig, in Aachen reiten zu können.
Wir freuen uns auch drauf. Vielen Dank. Genießen Sie erstmal diesen Tag und dieses Wochenende.